Hallo ihr Lieben, hallo. Herzlich willkommen bei Dude Yourself Inspiration und herzlich willkommen zu unserer Sonntagschallenge. Ihr habt wieder abgestimmt und ihr habt euch für ein sehr cooles Thema entschieden. Es gibt nämlich heute zwei Handyhüllen-DIYs für euch und los geht's auch schon mit Idee Nummer 1. Und wie immer natürlich Hashtag Team Eva, Hashtag Team Kati oder Hashtag Team Beide. Ich werde eine Handyhülle gestalten, die die Farbe verändert, wenn die warm oder kalt ist. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Dafür habe ich hier eine alte Handyhülle. Die hatte ich damals schon mal mit einem Kaktus bemalt. Ein bisschen kann man es noch erkennen. Und das habe ich jetzt einfach mit Nagellackentferner gereinigt. Das ist kein ganz normaler Nagellackentferner, sondern extra für Kunstnägel. Das ist einfach ein bisschen besser auf Kunststoff. Wenn man normalen Nagellack nimmt, wird ja Kunststoff manchmal so ganz matt oder sieht so ein bisschen komisch angelaufen aus. Aber mit diesem Kunstnagellackentferner hat das super gut funktioniert. So ein bisschen Glitzer ist übergeblieben hier. Das hatte ich damals mit Edding gemalt. Das ist auch nicht ganz weggegangen, aber ich glaube, das können wir gut übermalen. Ich habe nämlich hier Thermonagellack. Das ist Nagellack, der ist auch für Kunstnägel geeignet, also auch super geeignet, um den auf Plastik aufzutragen. Und der verändert die Farbe, je nachdem, ob es warm oder kalt ist. Der hier ist erstmal rosa, wie man hier unten sieht. Und wenn man den wärmt, dann wird er hellrosa. Und dieser hier ist erstmal so ganz dunkel. Ich zeige es euch einfach hier, dunkelrot. Und wenn man den wärmt, dann wird der hellrot. Und diese beiden Nagellacke werde ich hier komplett hinten auf der Handyhülle auftragen und gut trocknen lassen. Und wenn man dann das Handy hält, dann gibt es hier hinter Fingerabdrücke. Ich glaube, das wird richtig cool aussehen. Noch ein paar Herzchen dazu gemalt. Das muss jetzt natürlich sehr, sehr gut trocknen. Es ist relativ dick aufgetragen. Aber ich bin mal gespannt, ob das dann gleich funktioniert mit der Wärmeveränderung. Und schon ist die Handyhülle getrocknet. Ich habe die jetzt hier eine Weile liegen lassen und ja, alles trocken. Man kann jetzt schon so drüber fühlen. Bisher passiert noch nichts. Aber wenn man jetzt das Ganze richtig schön wärmt, zum Beispiel lange telefoniert und die Hände hier die ganze Zeit drauf hat, dann kann das schon mal hier in der Mitte so hell aussehen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Hier, das ist das Dunkle und hier ist das Herz jetzt richtig hell geworden. Also ich habe das jetzt wirklich versucht, richtig zu wärmen. Ich habe auch ein bisschen kräftig drüber gerubbelt, dass jetzt leider auch hier leicht die Farbe abgegangen ist. Vielleicht war es doch noch nicht ganz trocken. Also erst richtig gut trocknen lassen. Ich kann es nicht häufig genug sagen, aber ihr seht, die Farbe verändert sich. Das waren jetzt ja beides so Rottöne, die dann eben einen etwas anderen Rotton oder Pinkton bekommen. Es gibt aber auch noch diese Nagellacke, die dann wirklich eine richtig andere Farbe bekommen. Ich glaube, dann ist der Effekt noch ein bisschen auffälliger, aber auch hier finde ich es einfach cool, wenn sich das Herz dann so langsam pink verfärbt. Oh oh, schon zu lange telefoniert, das Herz wird pink. Also ich finde die Idee super cool und super witzig. Vielleicht habt ihr Lust, das Ganze nachzumachen. Und ja, das war's dann auch. Ich benutze für das Handyhüllen-DIY eine Handyhülle, die ich schon einmal gestaltet habe. Aber sie wird jetzt umgestaltet. Ihr seht hier noch so ein paar goldene Reste. Ich hatte die mit goldenem Permanentmarker bemalt. Der ist so ein bisschen hier runtergelaufen wie Schleim. Und als neue Idee zeige ich euch ein Handyhüllendesign mit Meerjungfrauflossen. Die habe ich hier. Das sind so Cabochons zum Aufkleben. Und als Kleber benutze ich den Glitterglue. Den seht ihr hier schon mal im Hintergrund. In Pink, Lila, Gelb und Blau. Vielleicht habt ihr den schon in einem unserer letzten Videos gesehen. Da haben wir Instagram-DIYs getestet und daraus Schleim gemacht. Geht auch super gut. Und ja, hier kommen die glitzernden Cabochons drauf. Ich habe hier so eine ganz große Tüte mit Einhörnern und Meerjungfrauen mit ein paar Delfinen drin und auch ein paar Kühen. Haben wir auch bei Amazon bestellt. Und ja, die Cabochons werden wie gesagt aufgeklebt. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie ich sie verteilen möchte und auch wie viele ich aufklebe. Das ist so ein kleines Experiment. Ich habe hier so verschiedene in rosa, in hellblau mit verschiedenen Verläufen. Aber alle sind super glitzerig und passen eben perfekt zum Glitzerkleber dazu.
vergleiche die mal so ein bisschen. Einige sind auch dünner als andere. Die beiden auf jeden Fall, die finde ich super cool. Hier ist so ein bisschen Silber drin mit Rosa. Okay, der ist auch richtig cool. Da ist der Verlauf so von oben nach unten. Hier oben klebe ich auf jeden Fall den goldenen einmal auf. Der kommt so aus der Ecke heraus. Ihr könnt natürlich auch für solche Bastelsachen andere Klebe nehmen oder Heißkleber. Vorsichtig andrücken. Es muss natürlich noch richtig gut trocknen. Das ist der erste. Den zweiten lasse ich hier unten aus der Ecke herauskommen. Ah, da brauche ich aber auf jeden Fall mehr Kleber. Der ist so ein bisschen hohl. Also wie gesagt, die sind alle so ein bisschen unterschiedlich. Und den dritten klebe ich so mit der Richtung nach oben auf. Und ich glaube, ich belasse es doch bei den dreien. Mit dem vierten wird es dann auch schon wieder ziemlich voll. Also es gibt 3 Cabochons. Und den Rest der Handyhülle werde ich jetzt noch mit dem Glitzer weiter verzieren, also mit dem Glitzerkleber. Ihr seht, hier an den Seiten kommt auch schon so ein bisschen raus. Hier kann man es sehen, hier und dort auch. Ich versuche jetzt mal so ein paar Swirls zu machen, so ein paar Drehungen. Ich habe die Kleberfarbe so ein bisschen angepasst an die Flossen. Ihr seht hier das Lila, das entspricht eben der lilanen Klebe. Dann hier das Blau, Rosa und hier oben hoch dann das Gelb. Ich lasse jetzt den Kleber natürlich einmal richtig gut durchtrocknen. Das kann durchaus ein paar Stunden dauern und dann zeige ich euch die Handyhülle natürlich noch einmal. Inzwischen ist die Handyhülle komplett getrocknet. Ich habe ungefähr 24 Stunden gewartet. Und ihr seht, die Flossen halten richtig gut fest. Das Ganze glitzert super cool. Und auch nicht zu dick hinten. Also man kann sehr gut noch so herumfassen, wenn dann vorne das Handy drin ist. Und ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und Spaß gemacht. Ja, ihr könnt natürlich wieder abstimmen, welche der beiden Ideen hat euch am besten gefallen. Dafür auf das kleine i klicken, dann kommt die Abstimmung runter. Oder wie Kathi am Anfang schon gesagt hat, einfach unten in die Kommentare schreiben. Und natürlich wie immer einfach mal auf unserer App vorbeischauen. Und da könnt ihr auch schon für das nächste Sonntag-Challenge-Thema abstimmen. Und wir freuen uns natürlich auch immer über eure Vorschläge. Also gerne hier unten in die Kommentare oder auch auf unserer App einfach mal aufschreiben, was wollt ihr von einer Sonntag-Challenge sehen? Welches Thema hatten wir vielleicht noch nicht oder welches Thema liebt ihr? Wir freuen uns auf eure Kommentare und auf eure Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.